Hallo, ich bin Reinhard Kunert, Schauspieler. Ich habe Regie geführt und habe einiges fürs Theater geschrieben. Und auf dem Gebiet der Synchronisation bin ich die deutsche Stimme von Peter Coyote, André Dussolier, David Strathern, Stephen Rea und anderen. Ächzend stand er auf. Ein erwartungsvolles Raunen lief durch die Gemeinde, als er zu seinem Rucksack ging und das Buch aus der Plastikhülle zog. Wie bist du zum Synchron gekommen? Ich bin zum Synchron gekommen, als ich noch auf der Theaterschule Leipzig war. Da gab es dann so die ersten kleinen Takes. Und dann aber die richtige erste Rolle war im Sommer 1967 eine französische Filmkomödie mit Fernand Del und Jean Gabin. Und in dieser Filmkomödie spielte der Sohn von Fernand Del eine große Rolle. Und das war meine erste große Synchronrolle in Berlin-Johannisthal. Zusammen mit zwei Urgesteinen, und zwar dem Norbert Christian, der lange Jahre am Berliner Ensemble Schauspieler war, und Hans-Hart Hartloff. Das sagt wenigen Leuten heutzutage noch etwas, aber er war sowas wie der Arnold Marquis des Ostens. Welche Unterschiede gab es in der DDR-Synchro im Vergleich zur BRD? Also Unterschiede, man darf nicht vergessen, ich bin ja schon sehr, sehr, sehr lange im Westen. Also da in der Zeit, als ich in der DDR synchronisiert habe, lief das alles noch etwas ruhiger. Und was eine ganz, ganz wichtige Sache war, die Takes waren in der DDR in der Regel länger als im Westen. Und ja, aber zu der Zeit, als ich 1985 angefangen habe zu synchronisieren hier in West-Berlin und auch in München und in Köln und so, da war das natürlich auch noch etwas, sagen wir mal, gemütlicher, als das heutzutage ist. Wann ist eine Synchronrolle für dich besonders interessant? Wenn der Schauspieler interessant ist, der die Rolle im Film spielt. Woran machst du das fest? Also naja, das ist ja also ein alter Hut, wenn der Schauspieler gut ist, kann ich auch als nachschöpferischer Mensch da das gut synchronisieren. Wenn zum Beispiel André Dussolier etwas spricht oder spielt, dann macht das richtig Spaß, dem nachzuforschen und nachzuhören, weil es geht auch immer um Zuhören und es geht auch um Musikalität beim Synchrongeschäft, was oft vergessen wird. Wonach wählst du deine Projekte aus? Danach, ob sie mir gefallen und ob sie mich interessieren. Also wobei das ja die Dinge, die an mich herangetragen werden, das ist ja nicht immer unbedingt das, was mich interessiert. Aber in der Regel kann ich das schon sagen, dass auf dem Gebiet der Synchronisation, aber auch auf dem Gebiet des Hörbuchs, ist das so, dass die einzelnen Hörbuchverlage schon wissen, was sie mir anbieten. Und das mache ich auch sehr gerne. Und da gibt es dann eigentlich immer nur die Wahl. Man bietet mir etwas an und dann sage ich entweder ja oder ich sage nein, das ist, glaube ich, nicht meins. Was aber eigentlich nicht passiert, weil auch die Synchronfirmen das schon vorher wissen. Also das ist immer, wenn Priester auftauchen oder wenn Adlige auftauchen, dann werde ich angerufen. Du wurdest Mitte der 80er aus dem Schriftstellerverband der DDR entlassen und bist anschließend in die BRD übergesiedelt. Wie kam es dazu? Na, weil ich im Grunde, obwohl das Wort nie fiel, unter Berufsverbot stand. Also die Verträge, die ich geschlossen hatte, erst mit dem Fernsehen, mit dem Rundfunk und auch mit Theatern, vor allen Dingen die mit den Theatern, wurden dann gebrochen, weil die nicht mehr erfüllt wurden. Ich war im Grunde dann außen vor, durfte nicht mehr mit meinen Liedern auftreten. Das Deutsche Theater hat bis 10 Tage vor der Premiere ein Stück von mir probiert und dann kam eine Kommission und hat entschieden, dass das Stück nicht rauskommt. Dann gab es noch eine Geschichte so in Schwedt, das war noch abenteuerlicher. Da hat dann der Intendant verlangt, dass die Plakate eingesammelt werden in der Stadt, auf denen noch zu lesen war, dass es von mir eine Uraufführung gibt. Und dann habe ich gedacht, es geht nicht mehr und nach 1,5 Jahren gut durfte ich dann das Land verlassen. War es schwer für dich, beruflich wieder Fuß zu fassen? Naja, das ist ja wie ein Neuanfang. Das war ja wie eine Stunde Null. Ne? Das darf man nicht vergessen.
Auch wenn ich ja rein räumlich nur wenige S-Bahn-Stationen vom Alexanderplatz, ich habe in der Nähe des Alexanderplatzes gewohnt, bis zum Bahnhof Zoo war, war das doch eine recht fremde Welt, die auf mich zukam. Und im Westen war man sehr skeptisch und am Anfang war es nicht einfach. Das ist schon sehr schwer gewesen am Anfang. Worin liegen die Unterschiede zwischen Hörbuch und Synchron? Also beim Synchron, wie ich schon sagte, das ist eine nachschöpferische Tätigkeit. Ich bin gehalten, mich an dem zu orientieren, was der Kollege da oben auf dem Bildschirm oder auf der Leinwand macht. Beim Hörbuch habe ich ein Prinzip, ich lese alle Bücher vorher einmal, mache auch bestimmte Einzeichnungen, damit ich weiß, wie die Dramaturgie des Buches ist und wie die Charaktere vom Autoren geformt worden sind. Und dann habe ich natürlich freie Hand, sowohl was die Stimmung, was die Tonhöhe, die Lautstärke, den Charakter der Stimme anlangt, kann ich alles mir selbst aussuchen. Das heißt, ich habe dort eine größere Eigenverantwortung. Woran hast du mehr Spaß? Synchron oder Hörbuch? Also das kommt drauf an. Es gibt bestimmte Rollen beim Synchron, die machen mir viel Spaß. Aber ich habe jetzt wirklich seit 11 Jahren das Herz für das Hörbuch. Erzählen, sage ich bewusst. Weil das ist immer mit Lesen oder Sprechen, das ist für mich immer ein bisschen schwierig. Im Englischen heißt es Narrator und das finde ich eigentlich passender. Du bist der Hörbuchsprecher der Game of Thrones-Reihe. Was reizt dich am Fantasy-Genre? Also mich reizt, wie ich schon gesagt habe, dass ich da mein eigener Regisseur bin und ich kann nach meinem eigenen Gusto die Figuren entwickeln. Und Game of Thrones, das ist natürlich, das ist Fantasy vom Feinsten. Das ist wirklich die oberste Liga. Der Martin hat fantastische Bücher geschrieben. Wie ich immer sage, das mutet eher wie historische Romane an. Oder manchmal war ich an die Shakespeare-Dramen von Shakespeare erinnert. Ne, an die Königsdramen von Shakespeare erinnert. Ne? Hast du die Serie dann angeschaut? Einige Folgen, aber nicht alle. Also im Fernsehen, das ist ganz seltsam, wenn ich da jetzt nun meine Figuren entwickelt habe, dann gab es schon so Irritationen, weil in der Fernsehserie wurden die Namen fast alle anders ausgesprochen. Ich hatte am Anfang eine CD, auf der mir vom Verlag vorgegeben wurde, wie ich die Namen auszusprechen habe. Und daran habe ich mich halten müssen, klar. Und dann kam das Fernsehen und hat dann so Sachen gemacht, die für mich also sehr merkwürdig waren. Wurde aus einem Greyjoy Graufreud und am seltsamsten war immer beim Vorspann, sah man immer, wie Robb Stark auf den Ort King's Landing zeigt und er sagte dann, und wir marschieren nach Königsmund. Und das war für mich alles ein bisschen seltsam. Ich habe dann irgendwann aufgegeben, habe gesagt, okay, und die Serie entfernte sich dann auch etwas von den Büchern. Die Dramaturgie war zwangsläufig eine andere. Filmische Dramaturgie ist eine andere als die eines Romans. Ne? Welche Arbeit bietet dir die größte kreative Freiheit? Hörbuch, Synchron, Regie oder das Schreiben? Natürlich das Schreiben, weil das ist dann, Regie hat auch sehr viel an Kreativität, aber sowohl beim Hörbuch als auch bei der Regie, von der Synchronisation ganz zu sprechen, da gibt es ja eine doppelte, gar nicht zu sprechen, da gibt es ja eine doppelte Abhängigkeit, nämlich die filmische Geschichte und den Schauspieler, der auf der Leinwand oder da agiert. Ne? Also Hörbuch hat auch mit Kreativität zu tun, Regie dann doch schon ein bisschen mehr. Und die größte Freiheit habe ich natürlich, wenn ich schreibe. Auch so, ich habe auch ein Kinderbuch geschrieben, wenn ich da ist alles, was ich da mir ausdenke, ob das Reime sind oder nicht Reime und wie die Menschen sprechen. Und das ist schon dann schon die größte, die höchste Form der Kreativität. Im Frühjahr 2019 erscheint dein neues Buch. Wovon handelt es? Na, das ist quasi die Fortsetzung des ersten Romans. Der erste Roman heißt Abgang ist allerwärts und beschreibt das Schicksal eines jungen Schriftstellers in den letzten Jahren der DDR, was er auf dem Lande erlebt, wo er plötzlich eine unglaubliche Solidarität von einfachen Leuten auf dem Dorfe erlebt, im Gegensatz zu sogenannten Freunden in der Stadt. Und dann der zweite Band heißt Fremde Nähe und beschreibt im Grunde das, was ich vorhin schon angedeutet habe, nämlich dass man in eine fremde Welt kam, obwohl sie eigentlich sehr nahe schien. Ne? Und das ist die Geschichte von Elias Effert, so heißt die Figur,
wie es ihm ergeht, wenn er dann im Westen ist. Eine Frage für dich als Liedermacher. Wie wichtig ist musikalisches Gespür für den Künstlerberuf? Naja, das habe ich auch schon angedeutet. Also Synchron hat viel mit Musikalität zu tun, mit Rhythmusgefühl. Und wenn die Bücher gute deutsche Fassungen haben, kann ich die Augen schließen und es wird immer synchron sein. Wenn die Fassungen nicht gut sind, dann fängt man an, also da musst du schneller sein, da musst du ziehen und so. Das ist dann immer so eine Problematik. Aber im Grunde ist Musikalität, für mich ist es auch so, die Lieder, die ich schreibe, das sind ja alles politische Lieder, durch die Melodie wird der Text noch besser transportiert. Also ich habe nicht den Ehrgeiz zu sagen, ich habe große Kompositionen gemacht. Das sind einfach, ich habe Musik notiert für meine Lieder. Mit welchen Kollegen hast du besonders gern gearbeitet? Also eigentlich mit fast allen. Also ich meine, es gibt immer welche, wo man so weniger Connex hat. Und also ich erinnere mich aber an die 155 Folgen West Wing, in denen ich den Martin Sheen gesprochen habe. Und Hans-Werner Bussinger war ein Traumkollege, weil manchmal von der Regie hinten kam, Leute, jetzt müssen wir wieder arbeiten, weil das war unglaublich, was wir da für Spaß gehabt haben. Ne? Also das ist schon, war schon einer von den Kollegen, wo ich sage, ja, mit denen habe ich sehr gerne gearbeitet. Leidest du mit deinen Rollen mit? Nein, also das kommt ganz drauf an. Also meist ist das so, ich muss immer wieder sagen, du, wir sind Schauspieler, ne? Also ich muss mich in die Figur hineinversetzen, aber das ist so, dass ich natürlich nicht in Tränen ausbreche, wenn ich irgendwie eine traurige Situation, das stelle ich her. Wobei ich allerdings sagen muss, mit zunehmendem Alter gibt es manchmal so bestimmte Sequenzen, wo ich dann doch den Kloß im Hals habe, wenn der Film gut gemacht ist. Wie siehst du die Tendenz, dass heutzutage immer mehr geixt wird? Also das finde ich bedauerlich, weil alle, die wir vom Theater kommen, wissen, dass ich einen Partner auf der Bühne brauche, damit wirklich ein Dialog entsteht. Ich mache dann immer so eine Hilfskonstruktion, dass wenn ich da alleine im Studio stehe, dass ich mir in der Regel den Satz des Kollegen oder der Kollegin vorher anspreche, sodass ich wenigstens eine Referenz habe mit meinem eigenen Text. Ich finde das bedauerlich. Gut, das ist geschuldet der neuen Technik, wird gesagt. Ich weiß es nicht. Es ist sicher auch eine Kostenfrage. Aber es ist dann ein sehr einsamer Job. Und wir sehen uns eigentlich nur noch vor dem Studio und sagen dann, hallo, wie geht's dann? Aber sonst, wenn ich daran denke, so auch französische Komödien, da waren wir eben zu fünft im Studio. Und dann, aber da entsteht doch eine Atmosphäre, wenn die in dem Film um einen Tisch sitzen und es gibt diese Klapp-Klapp-Dialoge, so es fliegt hin und her und mit diesem Esprit des Französischen, das kannst du natürlich schwer herstellen, wenn da fünf Figuren immer jeder einzeln irgendwann steht, dann werden sie auch noch zu unterschiedlichen Tagen bestellt. Ich finde das bedauerlich eigentlich. Ein bisheriger Höhepunkt deiner Karriere? Das ist so eine, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen, was der Höhepunkt war. Ich habe mich sehr gefreut über die Goldene Schallplatte im vorigen Sommer für über 100.000 verkaufte Hörbücher von Game of Thrones. Das war so ein Highlight. Ich meine, das ist, gibt, im Grunde gibt es immer, alles ist immer für mich. Also was gerade auf mich zukommt, ist das, was wirklich auch für mich ein Highlight ist. Ich könnte jetzt nicht sagen, es ist ja gut, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, irgendwie einen großen Preis kriegen würde. Aber selbst dann weiß ich nicht, ob es das wäre. Gut, es gibt so wirklich tolle Sachen. Also als ich in Australien unterrichtet und inszeniert habe, die Arbeit dort, ein großes Theaterprojekt mit 21 Darstellern und dann die Premiere, das war schon ein Highlight. Also da muss ich sagen, das war eine richtige, ja, eine Erfüllung. Was reizt dich für die Zukunft? Was gibt es, was mich reizen würde? Ich denke, die Dinge, die ich alle mache, die sind so vielseitig, dass ich jetzt, also ich muss ehrlich sagen, ich würde jetzt nicht noch gerne irgendwo jetzt, sag ich mal, Schaubühne oder Schillertheater, gibt es ja noch nicht mehr, aber irgendwo auf einer großen, jetzt in einer mit einer großen Rolle, mit fremden Texten oder sowas, das wäre jetzt nicht mehr meins. Ja, ich würde mich gern nochmal, also einfach nochmal so eine Herausforderung mit einer Regie, aber ich würde sehr gerne, weil ich das unglaublich gerne gemacht habe, mit jungen Leuten arbeiten, das auch weiterzumachen. Was habe ich ja in Irland auch gemacht, an der Universität in Galway. Und das war wirklich ganz toll. Ne? Eine witzige Anekdote zum Schluss.
Die ist, klar ist die witzig, aber sie ist nicht nur witzig. Als ich 85 nach West-Berlin kam, war ich ja nun völlig grün. Ich wusste nicht, was kommt auf mich zu und so, ne, oder was begegnet mir. Es war wirklich vieles fremd. Und der erste Anruf, der dann nach 2 oder 3 Monaten kam, lautete folgendermaßen: Guten Tag, Herr Kunert, wir haben für Sie einen Synchrontermin. Bei Zufall synchron. Ich denke, okay. Sie müssen sich aber nicht wundern, das ist kein normales Studio, das ist in der Liefländischen Straße, das ist ein normales Wohnhaus, das nur einen Namen und da klingeln Sie. Oh ja, okay, dann habe ich aber einen Kollegen angerufen, der kam auch aus der DDR, der war schon hier. Ich sage, sagt er, das stimmt schon. Und dann bin ich dahin und dann fuhr ich da mit dem Fahrstuhl ins Dachgeschoss und dann saß da wirklich der Tonmeister, dem auch die Firma gehörte, Klaus Zufall, und neben ihm saß der erste Regisseur im Westen, war Michael Richter, und das war die erste Begegnung mit Michael Richter, und das war eine ganz wichtige Begegnung für mich mit dem Michael Richter, auch wie sich in der späteren Zeit herausstellen sollte, war das für mich von Bedeutung, dass ich gerade auf ihn getroffen bin.